willkommen. Jetzt möchte ich demonstrieren, wie ich meine Online-Meetings durchführe. Also bevor das Meeting beginnt, habe ich natürlich die Klasse informiert, wann es stattfindet. Ich habe mich auch vorbereitet. Ich weiß, was ich wann sagen möchte. Ich habe auch Aktivitäten vorbereitet. Ich habe gleichzeitig, bevor ich beginne, alle Programme offen, damit ich nicht erst was öffnen muss. Ich habe auch sichergestellt, dass die Internetverbindung gut geht und dass ich Kopfhörer auf habe. Gegebenenfalls ist es gut, wenn andere Lehrpersonen dabei sind, damit sie helfen können. Der Ablauf ist bei mir mittlerweile immer gleich. Ich finde, es bewährt sich ganz super. Am Anfang begrüße ich die Klasse und wir machen so ein paar Aufwärmfragen. Dann besprechen wir etwas mit Beteiligung im Chat. Dann besprechen wir das, was sie zu erledigen hatten. Dann besprechen wir, welche Sachen sie neu machen sollten. Und dann haben wir ein Online-Spiel. Ich ende immer mit einem Online-Spiel, weil ich möchte, dass sie die Stunde in positiven Erinnerungen behalten. Im Meeting selber haben die Kinder sichergestellt, dass ihre Mikrofone und Kameras ausgeschaltet sind. Dann tippe ich auf Bildschirm teilen, klarerweise nachdem ich auf Aufnahme des Meetings getippt habe. Wähle die Quelle. Und wie ihr hier seht, bin ich im Bearbeitungsmodus und nicht im Präsentiermodus, damit ich gleich Notizen auf die Folien schreiben kann. Und hier sieht ein Online-Meeting von mir aus. Ich habe zum Beispiel hier Online-Meeting am Mittwoch vorige Woche durchgeführt. Am Anfang kurz den Kindern die Regeln besprochen oder erklärt oder erinnert. Dann habe ich einen Workplan oder einen Arbeitsplan, was wann fällig ist und wo sie es vor allem abgeben sollen. Das finde ich sehr wichtig, weil viele Kinder schaffen es nicht, dass sie wissen, wann etwas abgegeben werden soll. Also mein Warm-up sieht so aus, wie ihr hier seht. Ich habe drei Fragen, die ich stelle. Und da können Sie zum Beispiel sich im Chat melden. Und die Antworten der Kinder schreibe ich direkt auf die Folie. Deswegen sind da Antworten dabei. Ansonsten wären keine Antworten dabei. Bei diesem Meeting hatten wir eine super Befragung mit Mentimeter gemacht. Das heißt, wir haben die Frage gestellt und Sie haben an dieser Umfrage mit Mentimeter teilgenommen. Und hier sind die Ergebnisse von dieser Umfrage. Dann besprachen wir, welche Hausaufgaben sie hatten, ja, im Detail. Und dann spielten wir ein Spiel. In dem Fall haben wir Bingo gespielt. Da habe ich die Kinder gebeten, im School Exercise Book diese Quadrate mal zu zeichnen und sie sollten Wörter in diese Kasten reinschreiben. Und dann haben wir einfach Bingo gespielt, also einfach mit Rufen und das hat gut funktioniert. Am Ende bitte ich die Kinder im Besprechungschat ein Emoji zu posten, wie sie es gefunden haben. Und das war es im Prinzip. Also so leicht geht es, ein Online-Meeting zu machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen.